Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hatte eigentlich schon ein Video zu Simon Desue aufgenommen und wollte das jetzt auch hochladen. Jedoch hat sich noch was in die Quere gestellt und das ist sein 10.000 Euro Giveaway, wo ich mich fast übergeben musste. Sorry, dass es vielleicht zu hart klingt, aber wenn man sich diesen Menschen anschaut und dann noch den generellen Aufbau des Videos ansieht, dann muss man sehr, sehr tief durchatmen, da man sonst Würgereize bekommt. Doch wieso genau kommt es eigentlich dazu? Also wir schauen uns am besten mal an, wie er den Titel und das Thumbnail bei diesem Video gestaltet hat. Also man sieht im Thumbnail schon, wie ein anderer YouTuber auf eine Spende reagiert. In diesem Fall auf die 10.000 Euro, die er anscheinend verlosen möchte. Vorab, das Thumbnail ist von MrBeast und dieser hat ihm damals 30.000 Dollar gespendet. Jetzt blicken wir aber mal ein wenig darunter auf den Text. Dort steht, holt dir ein neues Auto. Also denkt man schon allein vom Thumbnail her, dass er jetzt auch unbedingt 10.000 Euro verlosen wird, was aber im Nachhinein nicht der Fall ist, aber das sehen wir dann später. Auch im Titel steht, ich verschenke 10.000 Euro an Zuschauer. Da sind wir ja mal gespannt, ob er das auch wirklich macht. Wenn wir uns jetzt nämlich mal das Video auch nur ansatzweise anschauen, dann wird uns schon mal klar, dass er viele Geschenke verlost und nicht nur 10.000 Euro, wo wir uns doch rein theoretisch ein Auto kaufen könnten, wie es im Thumbnail steht. Dann wird uns aber auch in diesem Video klar, dass er der größte Ehrenmann auf YouTube sein muss. Denn er meinte, nicht mal Rapper würden solche heftigen Dinge und unglaublichen Verlosungen machen. Er scheint also der beste und coolste zu sein und er bittet auch um ein Like, weil er so gütig zu seiner Community ist. Nur mal by the way, lieber Simon Desue, Kollege und Farid Bang haben zum Beispiel zweimal ein AMG verlost, aber das nur mal so am Rande. Dennoch muss er der krasseste sein, das steht außer Frage. Was er allerdings nicht sagt, ist, was er eigentlich verlost. In dem Video stehen zwar ein paar Schachteln rum, aber das war's halt auch schon. Diese Geschenke, die er dort verlosen möchte, wurden nämlich nicht mal vorgestellt und man weiß jetzt auch nicht, was für ein iPhone dort verlost wird oder ob man generell überhaupt was bekommt. Das steht weder in der Beschreibung, noch sagt er es bei der Gewinnspielseite und man sieht dort auch absolut gar nichts. Also seriös und transparent sieht mal wieder ganz anders aus. Aber ich unterstelle ihn jetzt hierbei nicht, dass er es nicht irgendwann auflöst. Ich werde mir definitiv den Weg dieses Gewinnspiels anschauen und euch auf dem Laufenden halten, ob er es auch, wie im Video gesagt, am 21.11. auflöst oder nicht. Also das Video ist mal wieder die reinste Selbstdarstellung mit einem unglaublich lächerlichen und fremdschamerregenden Humor. Aber das möchte ich hier gar nicht weiter erläutern, weil mir dann wieder richtig schlecht wird. Nun müssen wir noch die Schritte befolgen, wie man an diesem Gewinnspiel eigentlich teilnimmt. Also der erste Step ist, dass ich schon mal auf den Link zu der Verlosung klicken muss. Dort muss ich den Kanal abonnieren, ihn unnötig auf Instagram besuchen und dann nochmal sein Giveaway-Video von vorne anschauen, was völliger Blödsinn ist. Weil warum sollte man jetzt nochmal das Video schauen, was man sowieso gerade gesehen hat? Das ist mal wieder die reinste Klickgenerierung auf unterster Art und Weise. Aber gut, das haben wir jetzt schon mal getan. Jetzt bin ich schon mal angemeldet für das Gewinnspiel, hoffe ich doch. Schauen wir deshalb wieder zurück in die Beschreibung. Der zweite Punkt ist, dass ich den Kanal noch abonnieren muss, was ich ja sowieso schon erledigen muss auf dieser Gewinnspielseite. Also war das auch schon wieder richtig unnötig. Und dazu musste ich dort noch nicht mal meinen richtigen Namen angeben, sondern ich habe einfach irgendeinen random Namen genommen. Und das Programm hat auch das akzeptiert. Als weiterer Schritt bekomme ich eine höhere Chance auf einen Gewinn, wenn ich ihm auf Instagram folge. Aber liebe Freunde, da kann ich euch beruhigen, das ist direkt gelogen und wieder eine dreiste Masche, um Follower zu bekommen. Denn die Seite, worüber es geht, verlangt nicht, dass man ihnen folgen muss für eine höhere Chance, um zu gewinnen. Somit kann die Seite auch nicht die Instagram-Follower mit dazu zählen, was auch rein logisch gar keinen Sinn ergeben würde. Der letzte sinnvolle Punkt ist dann noch, dass die Lose am 21.10. automatisch gezogen werden. Ich gehe mal davon aus, dass es der 21.11. ist, aber wie man sieht, guckt er auch nicht in die Kommentare und korrigiert diesen Fehler, denn dort haben ihn schon so viele korrigiert, aber ich meine, das sei jetzt mal dahingestellt. GG an solch einen gütigen YouTuber. Ich bin ehrlich gesagt entsetzt, dass so ein YouTuber, der solch einen unlustigen und verdummenden Content macht, ganze 4 Millionen Abos auf YouTube hat. Ich frage mich hierbei, was unterhält euch bei ihm und warum abonniert man so einen YouTuber? Er bietet keinerlei Spaß fürs Gemüt, noch kann man sich irgendwas von ihm abgucken. Es ist definitiv ein weiterer Tiefschlag für YouTube Deutschland. Ich hoffe, dass er sich eines Tages mal bessern wird, aber die Chance, dass das passiert, beträgt nicht mal 0%, weil wie man sieht, läuft ja seine Masche über die ganzen Jahre hervorragend mit diesem Assi-Content. Ich erinnere auch gerne daran zurück, was er damals bei Mimi bei den Videodays gemacht hat. Da sieht man nämlich das wahre Ich hinter so einem YouTuber, von daher wundert es mich nicht, dass er auf YouTube auch generell keine Kontakte hat, aber umso trauriger ist dann auch diese riesige Followerzahl. Schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare, mich würde das wirklich interessieren und stimmt dazu noch in der Infokarte ab, ob ihr ihn an sich ganz gut schauen könnt oder ob ihr meint, dass er ein YouTuber ist, bei dem man nicht verstehen kann, wie er 4 Millionen Abonnenten haben kann. Macht dort gerne mit und wenn ihr auch mal mit YouTube anfangen solltet und viel Reichweite mit wirklich ehrlichen Content bekommen wollt, dann empfehle ich euch meinen Merch, dort gibt es mega geile Klamotten, die euch positiv machen und euch nicht so aussehen lassen wie Simon Desue. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wenn ihr jetzt noch einen geilen Gaming-Tisch braucht, dann empfehle ich euch dazu noch den neuen Ultra-Desk. Der Link dazu ist ebenfalls in der Beschreibung, ist ein Provisionslink. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie jetzt ist so schön, Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao.